Und herzlich willkommen zurück, ihr 93 Tovi, hier mit der nächsten Ausgabe von Fahrenheit Dynamic Prophecy. Siehst du oben auf der Achterbahn? Jawohl, die Tiffany wurde von... Ja genau, ich habe schon verstanden. Nee, du interessierst mich im Moment nicht, die... Krähe, lass mich in Ruhe. Nein, nein, nein. Tiffany wurde vom Kundenträger entführt und... Erstmal die Punkte. Ja, warte mit der Kiste. Und ich muss jetzt schnell sie retten, ansonsten ist es zu spät. Sie wollen mich unbedingt haben und sie machen sich natürlich die Hände schmutzig, um an ihr Ziel zu kommen. Soll ich hier was machen? Ja. Und los geht's. Ruf den Wagen und dann ab geht die wilde Fahrt. Oh Mann. Ah, noch hier ein verlassener Freizeitpark. Puh. Oh Mann, 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 Mann. Hoffentlich bin ich groß genug für die Fahrt. Nicht, dass ich danach im Kopf kürzer bin. Oh Gott. Ich habe aber leider das Gefühl, es wird kein gutes Ende nehmen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Zum Glück hält es hier an. Ach, was du nicht sagst. Was du nicht sagst. Darauf wäre ich, glaube ich, auch schon selbst gekommen. Ich muss hier wahrscheinlich was drücken, oder? Drücken Sie die L und die R-Taste, um den Cursor in der Mitte zu und Lukas aufrecht zu halten. Okay. Das ging viel zu schnell. Und damit endet meine Geschichte. Offiziell laut. Nee, endet sie nicht. Ich höre mir das auch nicht mal an. Deine Geschichte endet erst, wenn ich sage, dass sie endet. Ich glaube, ich habe zu schnell gedrückt. Auf die Plätze, okay. Okay, das geht einfach nicht. Langsam. Ach, komm schon! Und damit endet meine Geschichte. Offiziell. Oh mein Gott, genau das, was ich im letzten Part angesprochen habe. Ein klitzekleiner Fehler und vorbei ist es. Natürlich, so wäre es auch im wahren Leben, aber dennoch. Ja gut, wir haben noch den eiskalten Wind. Ganz ruhig. Gott. Bei sowas muss ich einfach die Fresse halten, dann geht's auch schon. Ja, du sagst, es ist eine Falle. Was du nicht sagst, was du nicht sagst. Hüpp. Aber es geht uns besser. Wir sind nur noch gestresst. Gute Fahrt ins Jenseits. Oh nee, oder nein, bitte nicht. Fertig, fertig. Wir werden es wahrscheinlich irgendwie überlebt haben, aber Tiffany leider nicht. Oh, wir können als das Orakel spielen. Na, dann machen wir das doch gleich mal. Schlüpfen wir mal in seine Haut. Er ist tot, Gebieter. Gut, sehr gut. Und jetzt müssen Sie so schnell wie möglich das Indigo-Kind finden. Die Zeit wird knapp. Die Visionen werden klarer und klarer. Ich habe Ihren Standort fast geortet. Dann machen Sie schnell. Die Zeit drängt. Das Kind darf uns nicht entwischen. Die Prophezeiung muss erfüllt werden. Sie können nun gehen. Wisst ihr, wenn euch das Kind die ganze Zeit irgendwie davonläuft oder ihr keinen klaren Blick habt, vielleicht sollt ihr gar nicht die Prophezeiung erfüllen. Vielleicht schon mal daran gedacht, dass es so ein... Fertig, das war's. Jetzt brauchen wir nur noch warten, aber kaum sehr lange. Perfekt. Es läuft alles genau nach Plan. Ich spüre ein weiteres Signal.
Cerebrospinale Aktivität. Ich nehme an, er träumt. Wir sind wahrscheinlich im Krankenhaus. Wir sind im Krankenhaus, weil wir einen Unfall hatten. Und jetzt wieder ein kleiner Abstecher in die Vergangenheit. Die Sache ist, wir haben diese Chroma-Fähigkeit. Vielleicht ist es etwas, was in der Vergangenheit passiert ist. Hm? Weil wir sind ja in so einer Art Lager, ja? Es muss vielleicht einen Grund geben, warum wir hier festgehalten werden. Oder? Wach auf, Markus, los geht's. Beeil dich, wir haben nicht viel Zeit. Bist du sicher, dass du dahin willst? Es könnte gefährlich sein. Du willst doch bestimmt auch wissen, was da drin ist, oder? Vielleicht finden wir ein außerirdisches Raumschiff oder das Grab eines alten Königs. Oder einen gefrorenen Riesendinosaurier? Und wenn's eine geheime Waffe zur Beherrschung der Welt ist? Jetzt aber vorwärts. Die Halle ist sicher gut bewacht. Wir sollten uns beeilen, sonst erwischen uns Mama und Papa noch. Ah, ich glaube, ich verstehe. Dort ist irgendwas gefunden worden und damit halt die Bevölkerung da nicht ihre Nase reinstecken, so wie wir es jetzt vorhaben, haben sie dieses Lager errichtet. Und ich schätze mal... Das, was wir jetzt dort drin finden werden, wird irgendwas mit dem Chroma zu tun haben. Wo bin ich bitte? Moment, also falsche Richtung, okay. Gut, das blaue Licht, das sind wahrscheinlich die Wachmänner, okay. Und das Haus können wir nicht. Keine Bewegung oder ich schieße. Nicht schießen, Sir. Wir sind nur Kinder. Wir sind die Canes. Was zum Teufel habt ihr um diese Zeit zu suchen? Macht, dass er nach Hause kommt. War ja wieder klar, dass ich hier schnurstracks in den ersten Wachposten laufe. Du bist verrückt, Lukas. Nochmal lässt er uns nicht laufen. Wenn der uns erneut erwischt, stecken wir Prügel ein. Tja, wenn er uns erwischt. Markus, ich versuch's nochmal. Wenn er uns erwischt. Das heißt, ich muss außen rum gehen, oder? Und schnell. Keine Bewegung oder ich schieße. Da sieht er uns auch. Okay. Okay, Moment, warten. Los geht's. Keine Bewegung oder ich schieße. Was zum Teufel habt ihr um diese Zeit zu suchen? Macht, dass er nach Hause kommt. Ich bin nicht sehr gut darin. Nee, bin ich nicht. Mal sehen. Wo muss ich... Also da ist einer. Okay. Dann gehen wir erstmal hinters Haus. Und da, wo uns das Licht nicht sehen kann. Okay, da sind die zwei anderen. Stopp. Wie können wir da vorbei? Gar nicht, oder? Also, ich glaube, ich weiß wie. Wenn wir... Nein, ich würde mich gerne nach links drehen. Ich möchte sehen, wann der Scheinwerfer nämlich dorthin strahlt. Und schnell rüber zur Wand. Keine Bewegung oder ich schieße. Nein, das ist es auch nicht. Euch ist es wahrscheinlich offensichtlich, wie man gehen muss. Mir nicht. Mann, das... Da sehen sie uns auch, oder? Da haben sie uns einfach durch den Schein des Scheinwerfers gesehen. Nee, hier komme ich auch nicht weiter. Ich laufe nicht den richtigen Weg. Nein, nein, nein. Weil da würden sie ja die Wache dann sehen, oder? Die wird uns sehen. Fertig mit euch. Ja. Wo lang dann? Ich habe nicht wirklich viele Optionen. Und obwohl ich klein genug bin, könnte ich eigentlich hier unter das Haus krabbeln? Nein, geht nicht. Das sind die Wachen, okay. Was meint ihr mit der Backtaste? Nein. Hier haben wir die Karte. Ich
bin auf dem richtigen Weg. Ich muss da drüben hin. Nur wie mache ich das? Bonus freigeschaltet, Story abgeschlossen. Oh, 73%. Okay, damit ja doch schon weiter als. Doch schon um einiges weiter als ich dachte. Wie soll ich da vorbei, ohne dass sie mich sehen? Ganz ehrlich. Ah, wahrscheinlich so diagonal rüber, oder? Los geht's. Nein! Es ist mir nicht klar. Es ist mir wirklich nicht klar, wie ich da vorbeikommen soll. Und ich weiß auch nicht, jetzt nicht, was die Backtaste ist. Die Karte, naja, verstehe. Hier bin ich auf dem richtigen Weg. Ich soll da außen rumklettern, aber wie komme ich an den Wachen vorbei, hä? Wie komme ich da bitte vorbei? Ich kann da zwar zum Stein hin, aber da, auf dem Weg dorthin sehen sie mich irgendwann. Da sehen sie mich jetzt nicht. Also manchmal verstehe ich echt nicht, wie sie mich, wann sie mich sehen, wann sie mich nicht sehen. Ich kapiere es nicht. Ich kapiere es echt nicht. Okay, bin ich auf, ich muss da oben hin, okay. Ein Soldat, schnell, verstecken. Oh, wow, 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 wow. Ja, versteck dich bitte. Der läuft jetzt da rum wie so ein Kaninchen im Scheinwerferlicht eines Autos. Und er wird nicht gesehen, aber ich werde gesehen, obwohl ich hier nur ruhig rumlaufe. Dankeschön. Ja, das macht Sinn. Das macht sowas von Sinn. Okay, ich muss da drüben hin. Los geht's. Und ich wette, wenn ich erwischt werde, muss ich alles von vorne machen. Ich bin wieder auf der Route. Gut, 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 gut. Wir können nicht weiter. Der Soldat blockiert den Weg. Einer von uns muss hinten rumschleichen, um zu sehen, wie er zum Gehen ist. Okay, es hat gespeichert. Gut, und dieser derjenige muss wahrscheinlich ich sein, oder? Nee? Ich darf wechseln. Okay. Wechseln wir mal. An wo hinter? Hier hinter? Okay. Er wird wahrscheinlich entdeckt und dann ist es vorbei. Keine Bewegung oder ich schieße. Was zum Teufel habt ihr um diese Zeit zu suchen? Macht, dass ihr nach Hause kommt. Oh, stimmt ja. Ich hatte ja 3 Leben. Aber jetzt sind sie wieder alle verbraucht. Jetzt muss ich wahrscheinlich... Oh, doch nicht. Er hat gespeichert. Na, das ist ja schön. Ja, ich bin genau wieder hier da reingelaufen in den Posten. Oh, Mann, Mann, Mann. Normal mache ich eigentlich solche Stealth-Aktionen. Wenn ich übernatürliche Kräfte und so habe. Okay, aber hier nicht. Zack. So, jetzt beweg dich erstmal zurück. So. Und dann einmal wechseln. Und jetzt vorsichtig. Keine Bewegung oder ich schieße. Was zum Teufel? Das hat mich nur gestreift. Komm schon. Nein, ich komme jetzt nicht. Cleanen kannst du später. Oh, Mann, 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 Mann. Jetzt will ich aber unbedingt wissen, was da drin ist. Muss was Tolles drin sein, was die Kinder nicht sehen dürfen, aber was die Kinder nicht sehen sollen, das möchten die Kinder sehen. So. Ja, wie wäre schön, wenn du die Kamera so bewegen könntest, dass ich sehe, wohin ich laufe. So. Wenn er mich jetzt sieht, dann. Pff. Okay, gut. Ich warte besser erst auf Markus. Oh, na super. Jetzt muss ich auch noch mit ihm das Gleiche machen. Puh.
Na, dankeschön. Los, 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 los. Jo, das funktioniert. Echt, da hat er mich jetzt nicht gesehen. Also ich verstehe das manchmal wirklich nicht, wie das funktioniert. Ich verstehe wirklich manchmal nicht, wie das funktioniert. Okay. Wir können weitergehen, Lukas. Ah, da haben wir jetzt wieder einen Soldaten. Und jetzt? Um ungesehen zu der Halle zu gelangen, gibt's nur eins. Am Telefonmast hoch und das Kabel entlang hangeln. Unmöglich. Der Mast steht genau im Sichtfeld der Wache. Ich weiß, aber das ist der einzige Weg. Hör zu. Ich versuche, seinen Blick woanders hinzulenken. Und du rennst und kletterst den Mast hoch. Ich versuche, dir möglichst viel Zeit zu verschaffen. Okay, aber wie kommst du rein? Ich warte zu Hause auf dich. Du erzählst mir alles, wenn du zurück bist. So wissen wir wenigstens, ob in der Halle wirklich eine fliegende Untertasse drin ist. Alles klar. Und dass er euch da nicht gehört hat, obwohl ihr mit einer eher normalen Lautstärke gesprochen habt. Interessant. Ich, wenn sie hier in den einen stellen, als Polizisten, dann denke ich mir nur, oder Soldaten, nur so. Da war was gewesen. Jetzt bist du dran, Lukas. Und hoch geht's. Hoch, hoch, hoch. Hey, was hast du hier verloren? Hüpp. Ich suche meine Katze, Sir. Hüpp. Sie ist mir entlaufen. Hüpp. Sie saß auf dem Mülleimer. Hüpp. Aber als ich sie packen wollte, entwischte sie mir. Du bist einer von den Canes, oder? Richtig. Geh nach Hause, Junge. Du solltest um diese Zeit nicht alleine draußen bleiben. Ah, na super. Und meine Katze, mit den Scheinwerfern. Die finden wir morgen. Jetzt gehst du erstmal nach Hause. Oh no, oh no, 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 no. Ich werde genau reinlaufen. Doch nicht? Ich bin schon genau durchgeklettert. Los geht's. Ich kann leider nicht schneller hangeln. Da hat er mich jetzt gesehen, ha? Die anderen Male... Ich verstehe das manchmal nicht, wie das funktioniert. Ganz ehrlich. Manchmal sehen sie mich nicht. War ich im Scheinwerferlicht, war ich nicht im Scheinwerferlicht? Keine Ahnung. Und los geht's. Los, hangel. Hangel schneller als das Äffchen in der... Also ein Äffchen, als das schnellste Äffchen in der Welt. Komm schon. Stopp. Weiter geht's. Vielleicht wird es aber auch einfach nur falsch einschätzen, wo der Lichtstrahl hinfällt. Vielleicht. Los geht's. Der hat so eine Neugierde, die muss auf jeden Fall befriedigt werden, hä? Bin ich dran? Hup. Jo, jetzt bin ich auf mich allein gestellt. Wo geht's lang? Moment, auf die Karte schauen. Da drüben muss ich lang, okay. Geh erstmal im Schatten verweilen. Der Schatten ist dein Freund, der bedeckt dich und deine Schande. Mhm. Ja, überall außenrum Scheinwerfer, nur nicht hier, wo die Straße ist. Jo. Ich bin da nicht so gut im Organisieren. Oder Gestalten von Räumen, aber das scheint mir nicht so wirklich von Vorteil gewesen zu sein, wie sie hier das gestaltet haben. Und das, ich vermute mal, hier ist wieder sowas wie... Echt, wie will er da reinkommen, hä? Hm? Da braucht man sicherlich einen Code und eine Karte. Man braucht nur einen Schalter zu betätigen. Ein Lager, wo etwas sehr Wichtiges aufbewahrt wird, wird mit einem einfachen Schalter geöffnet. Da sollen Sie sich nicht wundern, dass hier Kinder einfach raus und reinspazieren können, wie es ihnen beliebt. Ganz ehrlich. Da sind Sie selber schuld, dass sowas passiert ist. Was auch immer jetzt noch passieren wird, weil es spielt ja in der Vergangenheit. Und was ist es? Das Koroma? Eine Energiesubstanz? Als ich den Anruf erhielt, zögerte ich keine Sekunde. Ich erzählte niemandem davon, nicht mal Tyler.
Alles, was ich wusste, war, dass ich zum Grab von Tiffany Harper kommen sollte, die am gleichen Morgen beigesetzt worden war. Lucas Kanes Ex-Freundin. Das war etwas, das konnte man nicht vermeiden. Das ist, glaube ich, das Grab von den Eltern, oder? Nee, oder doch von Tiffany? Ja, doch von Tiffany. Sie war ein guter Mensch. Sie hatte mit all dem nichts zu tun. Sie haben Nerven, Herr Kane. Mich anzurufen und ein Treffen zu vereinbaren, wo Ihnen jeder Bulle auf der Spur ist. Ich bin perplex. Ihre Untersuchung enthält viel zu viele Grauzonen, als dass Sie die offizielle Version glauben würden. Sie sind hier, weil Sie hoffen, von mir Antworten auf Ihre Fragen zu bekommen. Wie seltsam. Sein Atem erzeugt keinen Dampf, als sei er von vornherein kalt. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja und? Mir ist aufgefallen, dass er ziemlich, müde aussieht. Das weiß vielleicht überhaupt kein lebendes Wesen. Alles, was ich weiß, ist, dass er ein Maya-Orakel ist, der die Fähigkeit hat, jede Erinnerung bei denen auszulöschen, die ihn gesehen haben. Lebt er eigentlich noch? Hä? Das Orakel arbeitet nicht allein, oder? Er ist Teil eines Geheimclans, der nur die Mächtigsten der Mächtigen vereint. Ihre Macht kennt keine Grenzen. Und sie werden alles tun, um das Indigo-Kind zu finden. Ist es der orangene Clan? Sie kennt ihn? Kennen ihn schon? Ich besuchte einen der Mörder in einer Anstalt. Er erzählte mir davon. Ah, nee, stimmt ja. Stimmt ja. Warum sind Sie von lauter Toten umgeben, Lukas? Habe ich vergessen, dass ich den ja besucht hatte. Und diese alten Frau, Agatha? Das Orakel wollte mich ausschalten. Denn ich war ihm lästig geworden. Er wollte Agatha mundtot machen. Und er benutzte Tiffany, um mir eine Falle zu stellen. All diese Toten. Er spricht so gefühllos darüber, als ob ihm nichts mehr wichtig wäre. Woher wissen Sie das alles? Ich weiß es eben. Die Frage lautet nicht, ob das, was ich sage, wahr oder falsch ist. Sie lautet, werden Sie mir helfen? Wieso erzählen Sie mir das alles? Weil Sie die Einzige sind, die weiß, dass das, was ich sage, wahr ist. Selbst wenn Sie recht hätten, was können wir schon tun? Niemand wird uns das glauben. Und wenn das Orakel all diese Kräfte besitzt, wie sollen wir es dann aufhalten? Indem wir das Indigo-Kind vor ihm finden. Und in Sicherheit bringen. Wissen Sie, wo sie ist? Noch nicht. Aber sicher bald. Ich kann durch die Augen des Orakels seine Visionen sehen. Und werde wissen, wo sie ist. Das ist doch total verrückt. Ich kann kaum glauben, dass ich hier sitze. Und mit einem mutmaßlichen Mörder, nachdem das ganze Land fahndet, über die Rettung der Welt rede. Die Wahl liegt ganz allein bei Ihnen. Sie können mich festnehmen oder aber mir vertrauen und helfen, das Kind zu retten. Entscheiden Sie sich aber schnell, denn die Zeit wird knapp. Was soll ich bloß tun? Wenn er lügt, leiste ich einem Mörder Hilfe und lande im Gefängnis. Aber wenn er die Wahrheit sagt, muss ich ihm helfen. Wie wisst ihr es besser? Dennoch, er vertraut ihr so sehr. Entweder verrückt oder sowas wie ein Held. Keins von beiden. Ich war nur im falschen Moment. Falschen Ort. Und weiß Sachen, die er eigentlich nicht wissen sollte. Seine Hand. Eiskalt. Die Quicktime-Events waren also dafür, um diese Sachen raus zu bemerken. Er spricht gefühlslos, ist kalt und aus seinen Händedruck ist kalt, als würde das Lehm aus deinem Körper gehen. Gut. In welche Rolle schlüpfen wir jetzt mal? Unbekannter Ort, Lucas Kane. Machen wir das doch mal. Das klingt interessant. Und was ist jetzt in der Vergangenheit passiert? Ja, hoffentlich gibt es eine Fortsetzung. Oh, auf die Plätze, fertig, los! Das Kind. Ist das das Indigo-Kind? Wie ist der Name? Reiche mir die Hand zum Frieden. Willst du mich führen? Willst du mich leiten, wohin du, wo du steckst?
Eine Schule. St. Thomas Orphanage. Keine Schule. Ein... Oh, wie heißt es nochmal? Ein Kinderheim. Obdach... Nicht Obdachlosen. Also ein Kinderheim halt. Sie ist ein... Mann, siehst du blass aus. Wie heißt das Wort nochmal? Mir fällt es nicht ein, aber... Okay, warum sind wir bei ihr? In Unterwäsche? So, wir müssen also in einem... Wie heißt das Wort nochmal? Orphanage, in einem... Wie heißt das Wort? Ich werde jetzt hier gleich den Part beenden, aber ich will es noch wissen, wie... Ich will, dass mir das Wort einfällt. Waisenhaus! Ja! Wir wissen also, das Kind ist im St. Thomas Waisenhaus. Dort werden wir es finden. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nun denn, nächstes Mal entweder bei der Carla, wenn wir reinschauen in der Polizeiwache oder bei Tyler, aber echt... Wirklich, wie so vertraut Lucas der Carla ist, also besonders auch... Sie sind die Einzige, die... Das glauben werden, was ich ihr erzähle. Wieso glaubt er das, hä? Das ist für mich nicht stimmig, ganz ehrlich. Ab und an werden jetzt ein paar Sachen irgendwie ein bisschen ziemlich verdreht. Und ich weiß jetzt, ich habe schon über die Hälfte der Story abgeschlossen. Es ist jetzt eher noch das letzte Viertel, was jetzt voransteht. Aber was dann noch alles passieren wird, meine Damen und Herren, das werden wir in den nächsten Ausgaben erfahren von Fahrenheit in New Prophecy. Ich hoffe, Ihnen hat diese Ausgabe gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich, wie gesagt, bei der Fortsetzung. Bis dann. Ja, Entschuldigung, E93 Turbo. I love to entertain you. Tschüss. Hang goodbye.